Dit is program nummer 31 even in Lukas Breef. Jun redner is Johan Dyck. Dat kan je zeggen dat een ouder de andere zegt, ik wil niet te veel uit de Bibel weten, wil dan wordt God mij daarvoor verantwoordelijk houden. Maar dat stimmt niet. Gott wird uns verantwortlich holen, für was wir hätten weiten können, nicht bloß dort, was wir weiten. Und dorwein will er haben, dass wir an sein Wort lesen, dass wir dort studieren, dass wir am Noda kommen können. Letzte Woche rede ich über die drei Männer, die Jesus wollen nachfolgen, aber sie hätten nicht die Kosten berechnet. Von der wo ich dann mit Lukas Kapitel 10 wiedergehen. Unsere Geschichte handelt sich von der mit den 70 Nachfolger, wo Jesus auf den Missionsdienst rutschecken deid. Ich fang wie Vers 1 an. Dorab wählt der Herr sich 70 andere und schickt die 22 taub, für sich nur all die Städte und Dörfer zu gehen, wo er reckend han zu gehen. Hier sei wie wer rutschecken wird und wo Jesus dort haben will, was sie dort tun sollen. Dat redt hier van 70 wat rutgeschickt worden. Dat wären nicht seine engste Jünger, wils de engste Jünger wären maar 12. Hier wären 70 andere, wat ober trühe Nachfolger wären, aber nicht jeder Tag mit Amtop jingen. De schickt hij nu rut. En wo will Jesus dort haben, dat sie rut gonen sollen ab diesen Missionsdienst? Wie seinen hier dort heran te 2 rutschicken deit? Ich wunder warum. Wann 2 gehen, dann kann der eine den anderen immer abrechten, wann er ab einst durchgeschlagen ist. Wo einer von Hüs zu Hüs geht, von der zu der, so's diese Jünger dort sollen, in von Jesus reden, ist eine sehr schwere Arbeit. Ich hab dort auch erlebt, und ich weiß, dass es schwer ist. Viele Menschen schlonen die Dertau und wollen nichts davon hören, und sonst schlägt sehr auf. Und wenn 2 taub gehen, dann kann einer den anderen abrechten, und ich leib so wieder hier. Woran sollen sie auf dieser Reise gehen? Die erste Vers sagt uns, sie sollen in all die Dörfer gehen, wo Jesus auch würde haben gehen. Ich nehme an, wenn sie in ein Dorf kommen, würden sie die Menschen von Jesus vertellen. Sie würden ansehen, wer Jesus wäre, und was er will. Und so können die Menschen sich reid merken, ob dort, wo Jesus zu ansehen wird, wann erst kam. Dort ist es noch sehr so von dir. Jesus schickt uns auch rüt, andere Menschen zu sehen, was er von ihr leben will. Und lieber Tauhira, Jesus will dein Wort auch reid merken. Jesus will auch dein Leben. Und vielleicht kann ich von dir die Janja sein, was die sagt, was du tun musst, um Jesus in dein Leben abzunehmen. Er wird ja nicht in dein Dorf kommen, aber er will in dein Leben kommen. Und dort kannst du von dir erleben, dass er von dir ein neuer Mensch merkt. Wir gehen dann auf Vers 2, und du sagst es so. Er seht du an, die Arndt ist ab Ernst graut, aber du sind nur wenig Arbeiter. Prachet den Herrn, den die Arndt gehört, Arbeiter zu schicken in seine Arndt. Was meint Jesus, wenn er hier von der Arndt redet? Jesus meint gewiss nicht, die Weid oder die Jorst oder die Hove, was da lang dem Weich wossen deid. Nee, er docht hier an Menschen. Die ist von Menschen der Rede. Menschen sind krank so eine Arndt. Na Arndt jäht je von den Sodkuren ab, dann wasst dei, und dann riebt dei, und mat geschneden und gedrascht worden. Die Menschen sind krank so, und wann sie sterben, dann ist das Leben vorbei, dann ist der Mensch weich. Dies mo ne korte Tiet hier gewasst. Und ich leib Jesus docht, und die Menschen krank so's an Arndt. Und do wein seht hei, kickt mal, die Arndt es sehr graut. Worum wir he besorgt am de Arndt? Na Arndt kann verloren gehen, kann verkommen, kann verfühlen,
oder kann auffallen, dass die Pfei oder die Fehl die abfreten und dann erst nichts geblieben. Manche Menschen erst das kracht so, die Menschen sind verloren. Ohne Jesus Christus ist jeder Mensch verloren. Und da werden es er besorgt, dass diese große Arndt von Menschen in unsere verdörrische Welt nur am kommen sollen. Dann sagt Jesus hier noch eins, dass diese Arndt groß ist. Jo, die ist wirklich groß, sagt er hier. Hast du das allemal gehört, dass in unserer Welt von der über 6 Milliarden Menschen wohnen? 6 Milliarden sind 6 Millionen mal Millionen. Dort sind so viele Menschen aus China von uns, sie können verstehen. Die meisten von diesen Menschen haben noch niemals den Namen Jesus gehört. Die weiten überhaupt nicht einmal, dass es Jesus gegeben hat. Sie haben ihre eigene Religion oder Gemeinde, die haben vielleicht ihren eigenen Gott, den sie anbeten, oder Jetta, und dadurch hoffen viele nachher, das ewige Leben zu kriegen. Viele weiten überhaupt nicht einmal, dass es nur im Daut noch mal war ein Leben jaft. Die Arndt ist von der noch gerater, als das die Jesus seine Zeit wir, weil es von der Tag noch viel mehr Menschen auf dieser Welt leben als dann. Und Jesus ist besorgt um diese gewaltige Arndt, wo da noch Büte steht, in der Winter kommt. Und nun will er haben, dass er sollen Arbeiter gehen und diese Arndt schneiden und draschen. Aber wo ist dort möglich? Wo kann dort passieren? Das sagt hier, aber die Arbeiter sind wenig. Du hast eine große Knappheit an Arbeiter. Und dann sagt er, wir sollen beten, dass der Herr, dem diese Arndt gehört, wird Arbeiter in seine Arndt nennen. Dann denke ich hier besonders an die Zeit, als ich ein kleiner Jung war. Wir wohnten auf unsere kanadische Form, und mein Vater wie immer sehr besorgt, wenn das erst Arndt-Tiet wir, dass da würden genug Arbeiter sein, dass die Arndt kon Baul oder Schwind neigebracht worden, ihr de Winter kam. Hier in Kanada jaft ihr dort in sehr kalter Winter, und wenn der Schnee erst kämpft, dann kaust du für jeden vom Arnten, und das meiste verkämpft ihr dann. Wenn wir dann eine graute Arndt hatten, oh, dann haben wir uns gespaut, dass wir würden kennen, wie scheinet waren all die viele Hocken draschen. Hier ist noch eine viel gratere Arndt im Sinn. Und Jesus sieht hier all die Millionen Menschen, wird am nicht kennen und wird ohne am verloren gehen. Und er sagt, da sind tau wenig Arbeiter. Wer sind die Arbeiter? Weißt du, die Arbeiter sind du und ich, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, aus unseren Radar, und wie am Nofallen dann. Da soll wie diese Arbeiter sein. Aber hier ist noch Wort. Das sagt hier, wir sollen den Herrn werden, dort Heiwort Arbeiter rütschecken. Also das sagt mir, das riecht nicht auf, dass wir andere Menschen bereden, dass sie auch in dieser Arndt Arbeiter sind. Das geht nicht von Menschen. Das muss von Gott kommen. Dort ist seine Arndt, das ist eine jästliche Arndt. In so einer Arbeit kann bloß ein jästlicher Mensch donen. Kann bloß so einer donen, was bekehrt ist, so einer, was wahrer geboren ist, was Jesus wirklich in sein Leben abgenommen hat. Die kann so ein Arbeiter sein. Die darf Gott rüt raupen, dort zu donen. Und was wir donen können, ist dort wie beten, dort Gott so einen Menschen beraupen in die Rütschecke wird. Bist du vielleicht so einer, was sich in der letzten Zeit oder im letzten Jahr abgemerkt hat, Jesus notgefallen? Du hast dich bekehrt. Du hast Jesus in dein Leben abgenommen. Du weißt, dass er deine Sünden vergeben hat. Dann will er die haben als ein von seinen Arbeiter. Wirst du willig sein, zu einem Jote sein, ich sie willig zu gönnen? Ich hoffe, du das dort. Und wenn du all ein Arbeiter bist, dann soll wir beten, dass Gott noch mehr beraubt wird, dass die auch in seine große Arndt arbeiten wollen. Das nächste sagt Jesus seine Jünger, wo das sein wird, wenn sie in seinen Dienst wollen rütgehen. Wenn sie wollen rütgehen, in seine Arndt zu arbeiten. Hörte mal noch Vers 3. Gut, ich schick you so as Lama manke Wild. Dort ist ein Karte, aber ein sehr interessanter Farsch.
Ik wonder wat Jezus daarmee meint. In het chapter zuvor, hij wil duidelijk zijn dat niet alle mensen worden aan met vreden opnemen. Hij redt hier van wilf. Krijgt zo is dat verschop mank wilf, zij je gefährlich is, zo wordt het ook voor diegenen zijn wat zich rutschakken loten, zonen wat in zijn arend gaan arbeiden. Waarom zijn vele mensen je in Jezus zijn boodschap? Einst je han kein jästeljet Verständnis dafür, an je het bloß darum, dat ze dort vasthouden wat ze haan. Ze willen nuscht niet hieren. Wat niet, deit an dergen ander brengen. Dan verloten ze zich op dort, wat ihre Eltern en ihre Grootelteren in ihr Freundschaft je geleefd haft. In dat oude kan goud zijn, aber dat kan ook schlecht zijn. Wann dat oude nicht dort uitdrekt, wat wie werkelijk leven in weiten Matten am seilig te worden, dann is dat oude nicht goud voor ons. Aber einstje mochten leiber bloos dat oude vasthouden, wils dan brokken ze nicht nodenken. En wann dat goudje nu ook verdij weer, dan zal dat ook goudje nu ook zijn veraan. En verken zijn zo'ne menschen, zij je door jijen, wann op eenmaal irgendwer chances, deze jinger hier ook, en predigt aan, dat ze zich moeten bekeren, dat ze moeten waarde geboren worden, dat ihr leven met Jezus Christus moet in ordnung gemaakt worden. Dat ooit en dan zeggen ze wilf, en dan fangen ze aan deze mensen uit te dammen, en schrekken aan waag, oder steiten aan ruut. Andere gefällt het niet, wann je predigt wordt, dat de mens zal büße doen over zijn zinden, en Jezus Christus aannemen. An euer dort, dat door gesagt wordt, dat Jezus de einzige waag is. Dat jaft van deur in onze welt vele mensen, die zeggen, de einzige waag nu God is derch Mohammed, oder derch Allah, de Muslims, die leven zo. Dan zijn door Boeddhisten, die leven dat Buddha, is de janja, wo derch ze kennen, nu eren God komen. En zo jaft het eine religion nu de andere, die hebben al een antwoord, aber dat is niet de rechte antwoord. En zo'ne doen zich zeer verken ooren, wann angesagt wordt, dat Jezus de einzige waag is. Aber is dat niet zo? Wat ziet Jezus om te zien in jinger? Ik zie de waag, de waarheid en dat leven. China kämpft num voda als derch mij, dat ziet Jezus. En du moetst die ook van jou vragen, en ik moet mij vragen. Waarop verloot ik mij om eeuwig het leven te krijgen? Wanneer ik mij op ergens wat anders verloot, als op Jezus Christus, dan zie ik op een onrechten weg. Dan zie ik op den weg wat nu de haal viert en niet om hemel. En weet je wanneer mensen deze predigt zo hieren doen, eens je vrije zich door Eva en willen die aannemen, en andere ooieren zich. En dat zijn de wilf. En zo'n wilf zijn gefährlich. Die doen dan opstonen jijen die schoop wat dit predigen doen. En die willen aan ombrengen, of die willen aan ruut drieven, of die willen aan hem gevangenis stoppen. Dat is wat Jezus meint, ik schek junt als schoop manke wilf. Ik heb evangelistische predigten gehouden in verschiedene gemeindes, in verschiedene kolonieën, in verschiedene kerken. Daar heb je gemerkt, dat het ook manke mannen niet in zo'n jaft, wat gans door jijen zijn, wat hier gepredigd wordt. En ik heb verken daarover gewonderd, waarom is dat zo? Waarom is dat, dat bij veel van onze mannen niet gewenst wordt, dat mank aan de mensen opgevorderd worden, zich te bekeren en Jezus aan te nemen. Ik leid het licht vielleicht door aan, wils wie Mennonieten heiten. En wils wie Mennonieten heiten, dat wie ons op de nomen van Menno Siemens verloten. Dat meint wils wie zo heiten daunen, zer wie ook zo goud als hij weer. Aber weet je, wo wie heiten daunen, wordt wie God nicht talen. En waan wie ook Mennonieten heiten. Dat einzige wat wichtig is ob wie met Jezus Christus ons leven in ordnung gebracht haben. Jezus Christus starf om Kriets voor alle menschen, nicht bloos voor de Mennonieten. En jeder mensch
mot op dem selben Weg no Jesus Christus kommen. Wir motten erkennen, dort wie Sünder sind. Und wann wir dort erkennen, da soll wir dort tauschtonen, und Gott dafür werden, dort er uns diese Sünden verjafft. Und dann soll wir am werden, dort Jesus Christus wird in uns Leben nimm kommen, in uns ganz anders merken. Dort meint, er wird an uns die wahre Geburt vollbringen. Wann dort passiert, dann sind wir nie Menschen geworden, in uns Nomen wird dann am Himmelsburg nenn geschrieben. Dort ist was passiert, wann wir nur Jesus Christus kommen. Und du kannst das wirklich sehen, dass wir auch Kirchen haben, in Gemeinden haben, die geleben, dass sie am rechten Weg sind, aber dort Port geleben sie nicht. Sie geleben, wann sie ihre Regeln holen. Und sich daran festholen, was sie immer geleift haben, dann wird alles gut sein. Aber weißt du, wir sollen alle, wir müssen alle durch Jesus Christus kommen. Und jeder muss beim Kreuz vorbei. Bist du all vorbei gegangen? Hast du dahin geknallt? Hast du Büße getan und Jesus Christus angenommen? Wenn du das nicht getan hast, dann bist du auch noch verloren, wenn du auch in meiner Nied heizt. Ich sage dir, dadurch und dadurch, wie es meine Erfahrung mir sagt, dass man uns meine Nieten mut wie das ganz klar sein, wie man uns auch bekehren. Wie man auch ein neues Leben durch Christus anfangen. Religion ist gut, aber die wird uns nicht raten. Und da wäre ich fragt die von dir, hast du allen radenden Glauben? Wenn du nicht einen radenden Glauben hast, dann kommt von dir nur Jesus Christus, der wird die raden. Zum Schluss möchte ich noch das sagen. Wenn du all Jesus Christus angenommen hast, und du bist ein Kind Gottes geworden, und die Nomen ist im Lebensbuch niedergeschrieben worden, dann sollst du in Dankbarkeit wählen, diesen Herrn Jesus deinen. Er wird dich beraupen, er will dich in seine Ernt schicken. Und du fragst vielleicht, wo ist dann die Ernt? Die Ernt ist vielleicht gerade da, wo du bist. Denk nicht das Erste an, nur um Urwald zu gehen, manche Heiden, wird nördlich rumrennen tun, dass du da han jetzt deidet Evangelium zu sein. Nee, ich glaube, ich will han, du sollst da nun mal anfangen, wo du bist. Da in dein Dorf, oder in deine Stadt, in deine Umgegend, wo da viel andere sind, die han Jesus Christus noch nicht angenommen. Da will er die brücken, da ist seine Ernt, was du sollst proben, nennen zu bringen für ihn. Wirst du reid, in Arbeiter zu wohnen in seine Ernt? Zu sagen, was das Wort gehört haben von dir, und sie müssen sich sagen, nee, bei mir ist das noch nicht so weit. Ich habe den Herrn Jesus noch nicht so angenommen, als du das da geschildert hast. Und ich muss das noch tunen. Wo kann ich das tunen? Ich möchte bloß noch einmal sagen, du kannst das von dir tunen, wenn du jetzt Gottes Dämonen dat. Und dort ist das. Erkenn, dass du ein Sünder bist, und sei Jesus, dass die, deine Sünden leid sind. Und dann bet am, dass er die dich verjaft, und dass er in dein Leben nennt trägt, als ein Geist, dass er da lebt. Und fragst am, dass er dein Leben ganz nie merkt, dass du möchtest an am die große Freude haben, was er geben will. Und da wird er das auch tunen. Ich wünsche dir allen eine gute Wirt. Auf alle.